Hallo liebe Nicht-Veganer und Veganer. Ich möchte euch heute zeigen, wie man ein verdammt leckeres Pesto aus ganz einfachen Zutaten machen kann. Dazu brauchen wir Basilikum, zweitens Kapuzinerkresse und drittens Löwenzahn, viertens Cashewkerne, fünftens etwas Salz und sechstens Olivenöl. Knoblauch kann man nach Belieben hinzufügen. Ich habe ihn vorhin jetzt einfach weggelassen, ganz spontan, weil es eigentlich auch so verdammt gut schmeckt. Ich werde euch im Folgenden zeigen, wie einfach das geht und euch die Zutaten vorstellen. Viel Spaß! Ihr braucht folgende Zutaten: eine Müslischale voll Kapuzinerkresse, Basilikum und Löwenzahn, etwa eine Handvoll Cashewkerne, eine Prise Salz, zwei Esslöffel Olivenöl, nach Wunsch eine Viertelzehe Knoblauch. Alles mit dem Pürierstab klein häckseln und fertig ist das Pesto. Bon Appetit!